jetzt wieder zum Nachmittagsvlog. Den anderen haben wir ja gerade online gestellt. Und dann sind wir erstmal nach Haus. Haben wir was gegessen, ne? Mhm. Ja. Das allmittagliche Nachmittagsritual. Ja, ich sag auch mal hola, ihr Lieben. Vorsicht, okay. Ja, wir haben jetzt noch Außentemperatur Schatten 26,5. Wie spät haben wir? Wir haben jetzt. Oh, halb sieben. Halb sieben. Ach, nein. Wie halb sieben? Ja, jetzt fahren wir einkaufen. Ja, wann wolltest du den Abend essen? Ja, weiß ich nicht. Oder? Wir haben ja Licht. Oh mein Gott. Also ich sag euch. In Spanien. Rennt die Zeit. Die Uhren rennen schneller. Da haben wir schon in der Türkei gesagt, wo bleibt der Tag. Aber echt? Hier können wir schon sagen, haben wir schon Tag gehabt. Wo bleibt die Woche? Ja, also das ist schon enorm. Wir sind heute Morgen, also ich bin um 6 Uhr aufgestanden, mal ist um 5:45 oder sowas. Ja. Und dann saß du noch draußen. Draußen heute Morgen ging es ja, konnte man eigentlich gut sitzen. War so eine leichte Brise. Ja, und dann sage ich, mach da mal ein Brot. Und wir waren für 9:30 waren wir verabredet. Wir hatten ja im Video gesagt, mit Maria und Uli, unsere Freunde hier in Spanien. Ja, und da kuh ja vor, da schätze ich schon 9 Uhr. Ja. Ja. Und dann haben wir noch angetickert. Wir kommen noch 5 Stunden später. Ja, das ging eigentlich rapizapi. Die Golfstrecke. Ja. Nicht Golf, Golfkart. Also die Zeit, die geht schon ziemlich. Das ist ganz schlimm. Ich habe auch so die Schwierigkeit hier, weil ich eigentlich zu Hause nicht so habe. Da weiß ich immer noch, was vom Tag ist. Also, statt dem Meer. Da muss ich mal auf mein Handy gucken. Haben wir heute Montag, Dienstag, Mittwoch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist jetzt runtergefallen? Ich wüsste nicht, was. Ja, und wie gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg. Der Mercadona war unabdingbar, ging nicht. Ein paar Getränke holen. Brot müssen wir haben, ein paar Brötchen zum Aufbacken. Natürlich, der Chef braucht Wurst. Ja. Mhm. Ja, und dann müssen wir halt nochmal los. Ja. Ups, halt. Hallo? Ja, der wilde Ritt über den Hummel. Die Security hat Feierabend. Schichtwechsel. Ja. Aber ich kann leider während der Fahrt das Handy nicht umstellen. Das geht bei denen nicht, weil da wohl eine Linse fehlt für. Und das während des Dinges. Das geht nur mit dem iPhone, mit den 3 Linsen. Naja, kann ich verschmerzen. Ja, du vielleicht, aber die Leute nicht. Ja, ja. Der Abfahrt hier, der ist natürlich jetzt. Ja. Ich mach mal eben außen wieder an. So. Dann kann ich das machen. Also ausmachen und wieder anmachen, dann kann ich das wechseln. Das ist jetzt so der Blick runter, ne? Also. Bei dem Licht, ja. Einfach Granate. Fährst aufs Meer zu. Und da haben wir übrigens auf beiden Abfahrten. Ob ja. Die oder die, ja, andere Strecke. Im Prinzip geht die parallel. Nur und dann auf der anderen Seite. Ja. Und auch hier wieder tolle Wohnanlagen. Können wir jetzt natürlich sehen. Ihr habt das so am linken Bildrand, habt ihr so ein bisschen gesehen. Können wir jetzt natürlich im Einzelnen nichts zu sagen. Sind nee. Das Mietobjekte, nee, nee, Kaufobjekte, nee, nee. Wissen wir nicht. Weil, ich denke mal, das ist auch gemischt. Also die da kaufen, teilweise vermieten die. Das ist so eine gemischte Anlage. Das lässt sich im Prinzip nicht verhindern. Ja. Weil das ist so.
manche kaufen das als Anlageobjekt und vermieten das dann. Und die drin sitzen im Sommer, die bezahlen praktisch das Objekt. Das ist nun mal so. Ja, aber war wirklich ein schöner Tag heute in Estepona. Oh, ja. War echt schön. Ja, pass auf, oder? Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Rückflug verschoben, haben wir jetzt fix gemacht. Ja. Und für das Geld jetzt, wir haben jetzt 100 Euro haben wir jetzt drauf gezahlt für die Umbuchung. Für beide. Ja, für beide. Und dann war dann noch die Autovermietung, da waren dann nochmal 280 Euro. Nein. Aber für die Zeit jetzt, die wir jetzt verlängern, geht das. Also es kann man nichts sagen. Also vielleicht hätte Christi keinen Urlaub gekauft. Also, und desto mehr wir hier sind, desto mehr macht sich die Wohnung bezahlt. Ja, auch hier, jetzt seht ihr hier rechts, das ist auch so im maurischen Stil. Ganz süß. Dann hast du da hier rechts die Palmen und all das ist schon. Oben auf dem Berg sind dann die ganzen Villen wieder. Hier links, rechts, überall. Das seht ihr ja auch auf dem Video. Ich glaube, das Stück haben wir nämlich noch nicht gefilmt, deswegen lasse ich das jetzt mal laufen. Ist ja auch mal interessant. Ja, ist besser. Ich weiß nicht, wie die Windgeräusche sind. Dann sind wir dann schwer verständlich und dann wird es langweilig. Ja, wir haben auch wieder kein Mikro an, meine Güte. Nein, also die habe ich jetzt, das ist dann immer so sporadisch. Ja, und die liegen jetzt zu Hause am Tisch. Aber es geht ja, wir haben ja schon oft genug aus dem Auto gequatscht und das könnt ihr eigentlich ganz gut verstehen. Und ich unterlege das jetzt auch nicht so laut mit Musik. Das hat ja auch funktioniert letztes Mal. Dann ist da so eine leichte Untermalung. Hier oben, ihr seht da wieder oben links. Auch wieder so eine Anlage, jetzt mit rötlichen Häusern. Also ist schon extrem mediterran hier. Hier rechts seht ihr wieder die maurischen. Ja, das ist mehr Hacienda steht. Das hat mit maurischen nichts zu tun. Das ist so typisch Hacienda. Ja. Galeria Park heißt die Anlage. Galeria Park. Das ist auch eine größere Anlage, wo du dich einmieten kannst. Da sind auch viele Objekte über Airbnb. Da gibt es auch einen kleinen Supermarkt und wie gesagt auch im Hintergrund die Berge, ja, das ist halt einfach. Du hast hier in der Ecke hast hier wirklich alles, du hast Berge, du hast grün, Palmen, die ich ja brauche für mein wie heißt das? Balance, sag mal schnell. Da kommt noch was vor. Ja, aber wirklich. Nein, Life Balance. Und das ist so. Wenn ich die nicht habe, dann fehlt mir was. Ja gut, das geht mir ja ähnlich. Ja. Deswegen, ich sag mal, wir haben gar nicht viele Alternativen. Wie gesagt, der Berg hier, der fasziniert mich immer wieder. Das ist ja doch schon ein ganz schöner Brocken. Ein Brocken, ja. Ne? Und wie gesagt, das Hinterland jetzt links rüber kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber da reiht sich so ein Berg an den anderen. Ja. Davor dann etwas kleinere Berge mit Begrünung. Ja. Trotz der Temperatur erhöht, ich weiß nicht, wie es jetzt Ende August hier aussieht, dann wird das Wasser ja doch, Grundwasser doch ein bisschen knapp. Ja gut, man darf ja auch nicht alles immer nur schönreden. Man hat auch hier Nachteile, ne? Ja. Wasserknappheit kann passieren, dass Duschen eingeschränkt nur möglich ist. Oder dass die Pools nicht gefüllt werden. Oder zeitlich begrenzt, oder zeitlich aber dass begrenzt. Ich von 12 Uhr mittags bis 18 Uhr kein Wasser habe oder so, ne? Das hat es alles schon gegeben, ne? Momentan, wie gesagt, haben wir noch Ruhe, weil haben sich doch die Seen etwas aufgefüllt. Und momentan ist noch die Wasserknappheit nicht so sehr akut.
Aber es wurde also schon überall gesagt, also nur wenn nötig, ne? Ich muss jetzt mal eben hier um die Ecke. In der Stadt zum Beispiel die Brunnen, die werden dann auch nur zeitlich betrieben. Die laufen nicht den ganzen Tag. Ja. Und hier dann auch ein McDonald's, ein Burger King. Burger King, ja. Hier sind zwei sehr günstige Tankstellen. So, wir sind dann da. Vielleicht zeige ich gleich noch mal von innen ein bisschen. Wenn es da nicht so voll ist, dann sehen wir uns gleich noch mal. Ja. Hallo. Da schiebt es sich leicht mit leichtem Gepäck. Ne? Noch habe ich gar kein Gepäck, außer eine Tasche. Ah. Immer noch mal Nachschlag holen für die Tage, oder? Mhm. Ja. Das wird wohl nicht das letzte Mal sein. Da gucken wir mal, was es so gibt. Oh, hier mal kurz von innen. Das ist jetzt ein großer Blumenkohl für 2,29. Hier, das ist Forel. Das sind 500, ja, knapp 600 Gramm für 2,66. Das geht immer nach Gewicht. Das ist immer je nachdem. Der Kilopreis ist 4,65 Kilo. Ja. Brokkoli kostet 2,49. Ein Kilo dabei, ne? Wie gesagt. Und hier sind dann so die Pilze, die wir auch immer so nehmen. Wir nehmen dann immer die geschnittenen, die haben wir euch ja gezeigt. Da kostet ein ganzes Ding, das sind fast 300 Gramm für 1,80. Und was hier auch recht günstig sind, finde ich, das sind hier die Blaubeeren. Da kostet hier so ein kleinen, also hier, da sind ja die Brombeeren. Die kosten 2,09 €. Schatz? Ja. Guck mal, die Kirschen. Ja, die haben wir heute. Das sind jetzt 550 Gramm. 550 Gramm für 3,31 €. Die sind noch lecker. Die kommen immer ins Also Flüchtling. Die mitnehmen, ja? Die nehmen wir mit. Okay. Ja. Ja. Nur mal so jetzt. So ein paar kleine Preise. Hier so ein Schälchen Himbeeren. Die kosten dann knapp 200 Gramm, 2,24 €. Kannst du nicht sagen, ne? Was ist das denn? Datteln? Das sind Datteln, das sind die dicken Datteln. Ja, die sind natürlich auch, da finde ich auch sehr billig. Hier, das sind die Tamaras, die Menthol-Datteln, die dicken. Da kostet ein Paket 215 Gramm, kostet 3,10 €. Kriegst du die in Deutschland nicht hier. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, ja, frischen Orangensaft. Ja gut, in Deutschland auch. Wie sagt der kostet ein Liter 3,99 €, ja. Da kriegst du den in Deutschland nicht für. Und wie sagt den kannst du dir selber hier pressen? Ja. Ja, hier ist wieder, mal gucken, ob die anderen. Hier hast du jetzt, da ist immer Unterschied. Ist immer noch Gewicht. Das ist jetzt. Aber die schmecken süßer. Das sind 700 Gramm, 720 Gramm. 1,53 €. 1,53 €. Und die ist so lecker. Die ist so lecker. So. Und ihr seht, das ist schon hier eine schöne große Gemüseabteilung. So, wenn man in Spanien mal ist, man isst jetzt Fleisch. Hier ist 5% Iberico, Kilopreis 51,50 €. Und hier vorne sind dann so die kleinen abgepackt, wenn man jetzt nicht ein ganzes Stück haben will. Und da sind jetzt die ganzen Preise. Und wie gesagt, wenn man hier ist, ist das muss sich das mal zu gönnen, zumindest mal so eine kleine Portion. Wie gesagt, dann
Alles von Iberico. Hier 100 Gramm 57. Den habe ich auch schon mal gehabt. Die sind denn so abgepackt. Das sind dann 100 Gramm. Wenn man es mal ausprobieren möchte. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, jetzt haben wir den Einkauf raus. Das ist einmal Schinken. Dann zwei Wurstsorten hatten wir. Mozzarella. Ja. Die tun wir dann jetzt mal hier rein. Und dann einmal Kirschen, einmal Pizza. Reibekäse zum Überbacken. Dann nochmal so eine Frischkäserolle. Dann einmal Müsli. Pasta gewürzt. Einmal 12 Eier. Größe 11. Einmal. Finish Quantum, 21 Stück. Die kosten jetzt hier 3,50 Euro. Ja, weiß ich jetzt nicht in Deutschland, wenn man in Deutschland kein Finish nehmen. Ich nehme immer einmal so Toastbrot. Von, wie heißt das in Deutschland? Somat. Somat, ja. Ein Toastbrot. Dann nochmal ein Naturalbrot, 100% Integral. Einmal. Wie viel sind das? Moment. Das sind glaube ich nur 10, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Größen zum Aufbacken. Ja. Dann die Kirschen. Ja. Ein Kräuterbaguette. Ein Kräuterbaguette, die Frisches. Dann noch 3x 4er Pack Cola und 2x 6er Pack Wasser. Für 45 Euro.